Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht unsere kleine Reise mit auf unserem neuen Planeten und mit unserer kleinen Fabrik. Was steht heute an? Wir müssen ein paar Sachen anschließen, dass es einfach ein bisschen besser läuft. Da werden wir uns jetzt direkt mal dran halten. Und zwar werden wir das da irgendwie dran montieren. Ich hoffe, das kriegen wir so leicht hin. Klack, klack, klack. Ja. Und dann werden wir mal da unten gucken. Da waren ja auch noch irgendwas zum Anschließen, oder nicht? War da nicht irgendwas? Gut, egal. Egal. So, wir müssen noch bauen. Zwei von diesen hier. Einen haben wir. Einen kriegen wir danach noch hin. Im Regelfall. Komm. Dann können wir nämlich die andere Seite fertig bauen. Übrigens, wir haben da wieder Rohstoffe im Inventar, die ich nicht gerne sehe. So. Okay. Und den. Genau. Wir bauen also jetzt das Gegenstück für den Kupfer. Das kommt dann hier also hin. Wie haben wir es da gemacht? Da habe ich zwei Platz gelassen. Also eins, zwei. Dann bauen wir die auch wieder da so hin, dass wir den Kupfer dort haben. Ich habe eben einmal Kupfer umgestapelt, dass wir da einfach ein bisschen Platz wieder auf den Belts hatten. Die waren nämlich rappelpappel voll. Muss ja nicht sein, ne? Und genau. So, wir gehen hier einmal runter und fangen dann an, hier den reißen wir kurz ab und den machen wir auch kurz weg. Dann fangen wir an. Und zwar, wir brauchen 1, 2 dafür, eine dafür und wir brauchen ein paar Pipes. Ich hoffe, wir haben alles. Einmal das, einmal das, einmal das. Das bauen wir aber nochmal neu. Und wir brauchen auch die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Und natürlich Strom, ne? Strom bräuchten wir halt auch. So. Wobei, ihn könnten wir eigentlich ja wieder auf die andere Seite setzen. Obwohl das Kabel dafür nicht reicht. Also setzen wir es doch noch eine auf dieser Seite. Genau, und damit, hoppala, damit haben wir den Kupfer auch schon wieder komplett. Ich muss mir ganz kurz überlegen, aber es stimmt. So, da hatten wir relativ gut Eisen drin. Wir machen jetzt eben die Kupferleitung dahin. So, und dann haben wir eigentlich diesen Step auch abgeschlossen. Oder sehe ich dann noch irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Achso, ja, die Kohle müssen wir noch machen, natürlich. Und zwar, das brauchen wir einmal und das brauchen wir einmal. Dann sagen wir ihm, bitte von hinten greifen. Machen noch einen Tunnel, warum auch immer. Achso, ja, brauchen wir es oder so. Und zwar, hoppala, bauen wir das einmal dahin. Wir brauchen dann auch noch davon mindestens zwei. Klack. Dann machen wir hier ihn hin. Dann machen wir ihn dorthin. Dann brauchen wir auch noch einen Greifer. Tipp, tipp, tipp. Na, reicht es? Natürlich nicht. Okay. So, und dann haben wir das auch fertig. Okay, dann haben wir wirklich alle Dinge, die wir hier machen wollten, durch. Würde ich jetzt einfach behaupten. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist natürlich alles ein bisschen größer bauen. Wir haben hier zum Beispiel Mangel gerade an dem da. Hier haben wir Mangel an dem da und hier haben wir Mangel an ihm hier. Und da haben wir nämlich genau das Problem, was ich angesprochen habe. Wir sollten dieses Ding hier bauen, ob wir wollen oder nicht. Und zwar die reißen wir nochmal ab. Die machen wir auf jeden Fall. Und dass wir daraus das Sulfur ziehen können. Ne? Heißt, dieses Rezept hatten wir uns ja hier so oder so schon hingelegt. Da ist nämlich das Sulfur. Da ist auch Mineral Water nochmal. Damit können wir also auch nochmal ein bisschen, glaube ich, Erze erzeugen. War das nicht so? Genau.
Damit kümmern wir uns noch mal ein bisschen Erze erzeugen. Das wäre einmal das Zeug hier, richtig? Warum ist hier so viel drin? Okay, warum ist da so wenig drin? Das ist die Gegenfrage. Wir bauen mal ganz kurz einen davon. Na, brauchen wir direkt zwei. Dann bauen wir hier auch nochmal eins, zwei, drei, vier. Und davon auch nochmal welche. Und von dem bauen wir auch nochmal 10. Genau. Wir gucken gerade nach dem Schlag, aber das Schlagge läuft ganz gut. Wir müssen, wie gesagt, das Ding gleich bauen. Da kommen wir dann danach hin. Aber dass hier beide voll sind oder fast voll sind, das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Ja. Genau, also wir bauen das jetzt schon mal weiter. Wir müssen so oder so mal gucken, wie die Aufstellung da war. Denn wir brauchen 4 von denen, 6 von ihnen. Wir brauchen nur 2 davon. Also wenn ich mir das angucke, kann ich das fast gar nicht glauben. Aber vielleicht war auch da eben irgendwas verstopft und ich habe es nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein, aber ich kann mir irgendwie 2 nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mir auch, glaube ich, gar nicht. Egal. Wir bauen kurz diese Maschine hier und dann stellen wir die irgendwo hier hin, wo sie nicht im Weg steht. Ich vermute, das wird dann hier so circa sein, dass wir dann da genau das erzeugen. Was kommt da jetzt noch mal raus? Entschuldigung. Pure Water, das ist das hier. Und Mineral Slug. Das ist das, was wir aktuell hier oben verbrauchen, richtig? Mal ganz kurz rüber. Genau, Mineral Water. Also das Mineral Water kann ich nach oben jagen. Das Pure Water kann ich da anschließen. Das bedeutet, wir müssen auch noch was anderes bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon haben. Ja, haben wir es schon. Und zwar sagen wir ihm jetzt, always fluid input side over. Below. Ja, below. Also nur wenn es unter 80% ist, darfst du es pumpen. Richtig? Richtig. Dann machen wir das mal ganz kurz dorthin. Dann machen wir das dahin. So. Jetzt dürfte das nämlich langsam gleich abbauen, wenn es denn hier irgendwo mal gebraucht wird. Hin und wieder wird es gebraucht. Ich möchte nur gucken, ob es funktioniert, was ich hier vorher habe und mir vorstelle. Boah, das ist so langsam, das ist so langsam. Wir bauen schon mal in der Zwischenzeit weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob da der Ausgang ist. Wir gucken kurz. Jo, das ist der Ausgang. Perfekt. Das passt. Weil hier kommt dann das rein. Haben wir hier irgendwo noch einen Anschluss? Aber er pumpt ja nichts. Also von daher scheint es zu funktionieren, was ich vorhab. So, dann bauen wir das da hin. Er kommt dahin. Dann müssen wir das einmal hier rumbauen, weil wir das gleich für oben brauchen. So, dann brauchen wir das da. Genau, das ist das hier. Der kann dann mal weg. So. Dann bauen wir das. Hoppala. Darüber. Und das hier hin. Okay, und somit hat er das Zeug, hoppala, jetzt loszulegen. Ähm,
Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, weil wir unten natürlich auch jetzt gerade Mangel haben, aber es wird irgendwo laufen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Zeug am geschicktesten da runter? Also meine Idee wäre jetzt tatsächlich die hier. Wir bauen einfach dahin. Das funktioniert doch schon mal. Dann bauen wir das hier hin. Und dann bauen wir das dorthin. So. Okay. Und der Sulfur lassen wir oben raus. Dann brauchen wir hier doch noch ein bisschen Strom. Falsche Richtung. So. Und das kam hier rein. Richtig, richtig. So. Okay. Sieht zwar ein bisschen wild aus. Bin ich ja ehrlich. Sieht wirklich sehr wild aus. Aber solange es funktioniert, ist mir das eigentlich egal. Da kam nämlich jetzt auch schon der erste Sulfur. Das, durch das Sulfur erzeugen wir weiteres Sulfur eigentlich. Also das ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich beschreiben? Das ist so ein Kreislauf jetzt so ein bisschen. Von daher dürfte es jetzt gleich ein bisschen schneller laufen. Aber nur ein bisschen. 100 glaubt, ich brauche da, ja genau. Das ist genau. Also immer wenn hier eigentlich einer rausgeht, fängt auch diese Maschine hier an zu fahren und wir kriegen hier wie viel raus? Wir kriegen da 40 von dem Wasser. Genau. Ja gut, das funktioniert also auch. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch zwei Aufgaben und zwar, wir müssen jetzt noch zwei Dinge machen. Und zwar, ich würde jetzt gerne A, die Forschung hier wieder anschmeißen. Das bedeutet, wir drehen ihn jetzt einmal hier um. Vorher holen wir noch das da alles raus. Wir machen damit die Forschung wieder an. Und da die Forschung da wieder an ist, würde ich jetzt auch gerne hier unten das Ganze auch mal ein bisschen auflockern. Okay, wir haben ein Problem, sehe ich gerade. Und zwar, der Schlagge läuft nicht so, wie ich das eigentlich hoffe. Warum nimmt er von da? Ach so. Ach so. Ja, das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Dann müssen wir das ganz kurz ändern. Und zwar das und das. Okay. Jetzt dürfte es eigentlich hier jetzt besser laufen. Okay, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ich bin ehrlich. Aber shit happens. So. Okay, aber jetzt läuft es ja. Von daher easy going, easy going. So, wir stellen uns mal ganz kurz hier hin. Wir brauchen nämlich dann ein paar Rohstoffe. Nee. Oh, jetzt schon wieder Schlag aufgenommen, natürlich. Okay, und zwar die brauchen wir. Okay, das Ziel ist jetzt nämlich, was wir jetzt haben. Wir haben ja hier jetzt Eisenproduktion. Die Eisenproduktion muss ja noch irgendwie nach oben. Das bedeutet, wir müssen die mal irgendwie gucken, dass wir die rausbekommen. Den setzen wir auf kurz schon direkt. Dann können wir das nämlich jetzt hier hochbauen. Das bauen wir mal ganz kurz da auf. Oben war. Also die zweite Linie, das ist Kupfer. Die bauen wir jetzt schon mal durch. Und das ist Eisen. Jetzt müssen wir uns gleich nochmal überlegen, wie wir das am geschicktesten da jetzt einfügen. Mit den Mitteln, die wir aktuell nur haben. Meine Idee ist gerade tatsächlich folgende. Ich setze hier den Zweier hin. Ich setze hier den Zweier hin und sage ihm, hier kommt ein Teiler hin, weil wir müssen den meisten Zeug hier dann bald nach rechts pumpen und ihn machen wir so rum. Macht das Sinn? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Sicher bin ich mir noch nicht, aber ich glaube ja. 1, 2. Genau, da kommen nochmal Eisen. Ganz viel Eisen. Wir brauchen da ganz viel von. Okay. Wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Und dann können wir gleich auch anfangen, wirklich
paar Sachen schon zu automatisieren, dass wir da einfach zum Beispiel, blödes Beispiel, dass wir da, wie heißt das denn? Zum Beispiel Kupferrohre, dass wir die Kupferrohre automatisieren, dass wir Fabriken automatisieren, auch wenn es erstmal Tier 1 ist, aber das brauchen wir halt alles und so weiter. Ja, und die Lecks sind immer noch da, man sieht es. Okay, der nächste Step ist, wie schon gesagt, den Kupfer machen wir jetzt auch. Genau dasselbe Spielchen. Bedeutet, wir machen das hier hoch. Ihn machen wir auf kurz. So. Das darf dann irgendwann mal jemand später machen, also ich. Die Tunnels und so weiter, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Okay, dann werden wir das mal ganz kurz da lang ziehen. So. Und das da hoch. Und somit dürfte, habe ich nicht gesagt, ihr sollt das auf kurz legen? Egal. Gut, das kurz läuft auch. Den Kupfer schieben wir auch noch einmal durch. Hier haben wir ja relativ viel Eisen inzwischen rumliegen. Können wir auf jeden Fall ein bisschen Eisen bauen. Und davon brauchen wir auch nochmal welche. Genau, die Kupfer, die Forschung läuft auch langsam wieder richtig gut an. Also auch da geht es langsam voran. Das Kupfer, das läuft dann hier durch. Wir machen auch jetzt erstmal nicht mehr Kupfer. Und somit haben wir das abgeschlossen. Okay, wo hakert es denn jetzt gerade? Wir haben zu wenig davon. Wir schauen mal, wo wir was beschleunigen können. Ich würde gerne noch einen Satz Dingerbummel bauen hier, die da. Dafür bräuchten wir Eisen. Da kommt wieder Eisen. So. Okay, einen Satz würde ich auf jeden Fall noch mal gerne bauen. Da müssen wir weiter gucken. Weil hier fehlt ihm jetzt, wie gesagt, Schlack. Mit der Schlacke gucken wir jetzt mal. Ah, okay. Ihm fehlt jetzt tatsächlich die Dingsbums. Ja. Okay, das können wir aber auch lösen. Und zwar können wir das und das bauen. Okay, das und das. Klack, klack. Somit dürfte er jetzt auf jeden Fall ein bisschen stabiler laufen. Wir haben halt kaum noch Strom, da merke ich gerade mal wieder. Wir sollten also gucken, dass wir auch Strom uns neu machen. Dafür brauchen wir halt eigentlich nur ein paar Steinchen. Wieder zum Beispiel. Einmal das. Und dann brauchen wir Eisen. 12 Barren. Ein bisschen mehr als 12 Barren, aber egal. So, Nummer 1. Nein, noch nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kriegen wenigstens einen hin. Schade. Aber ich lasse die Produktion jetzt auf jeden Fall laufen. Ich mache hier vielleicht jetzt gerade mal noch einen Cut rein, dass wir da ein bisschen Eisen vorrätig haben. Aber ich glaube auch, sobald hier wirklich, dass wir ein bisschen laufen lassen, dass das voll wird. Und so viele rote Flächen haben wir gar nicht mehr. Ne? Also wir sind mit roten Flächen so gut wie durch, muss ich sagen. Das hat der Server ganz gut in der Ruhezeit, beziehungsweise in der Downtime, wo ich nicht spiele, craftet der da schon wirklich sehr gut durch, muss ich sagen. Also das ist halt auch so ein bisschen, ja, läuft, würde ich sagen, läuft. Ist es dann jetzt ein bisschen schneller geworden? Man weiß es noch nicht. Ja, ein bisschen schon, aber nicht viel. Und da kommen wieder die neuen Platten. Hier haben wir auch noch mal 2. Ich hätte gerne noch den zweiten Ofen, aber wir könnten, aber wir den ersten Ofen, so rum. Haben wir ja noch nicht mit den ersten Ofen, fällt mir gerade mal auf. Dann könnten wir den nämlich wenigstens schon mal aufbauen, dass wir sagen können, alles easy going und wie heißt das denn? Und wir kriegen schon mal ein bisschen Ansatzstrom, aber... Aber selbst das haben wir ja gerade nicht. Hoppala. Kriege ich jetzt hier noch welche oder nicht mehr? Oder habe ich eben sogar schon welche verpasst? Okay, einer fehlt noch. Der Ofen brennt.
Und das der jetzt was kommen. Einer und okay, den zweiten nehme ich aber jetzt auch noch mit. Gut. Gehen wir kurz rüber. Machen wir uns den zweiten, die zweite Reihe. So, ach komm schon. Ich hab ja schon wieder ja nichts an Rohstoffen. Das ist doch wieder. Nein, 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 nein. Meins. Meins. Ich hab Glück. Okay, das bauen wir hier hin. Das bauen wir dorthin. Dann bauen wir den kleinen Ofen hier hin. Hoppala, da wollte ich nicht drauf. Und ihn bauen wir dorthin. Und somit dürfte er jetzt auch schon wieder anfangen. Und wir haben immer noch nicht. Okay, ich habe jetzt wirklich eigentlich erwartet, dass wir hinbekommen. Ich bin ehrlich. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir das damit fertig kriegen. Also, dass wir wieder genug Strom haben. Ich bin gerade erstaunt tatsächlich. Okay, dann bauen wir. Hoppala. Bauen wir noch den zweiten. Aber das ist ja, geht ja jetzt eigentlich relativ zügig, würde ich behaupten. Die Strecke machen wir auch wieder dran. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich okay. Achso, wir sollten hier vielleicht noch so ein Eimer hinbauen, fällt mir gerade mal so auf. Und zwar hier so ein Sammeleimer. Ein Sammeleimer steht auch. Fiel mir jetzt gerade mal so ein, dass wir so ein bisschen Rohstoffe dann auch vor Lager haben. Weil, wenn der Server weiterläuft, ne, man weiß, bla 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 und so. Okay, wir erzeugen jetzt auf jeden Fall wieder mehr Strom, als wir verbrauchen. Auch das haben wir somit erledigt. Schön, Kupfer ist fertig, Strom ist fertig, Eisen läuft auch. Heißt, wir können dann später hier unten wirklich erweitern, dass wir mehr Rohstoffe bekommen. Weil scheinbar, ne, das ist immer noch ein bisschen sehr, 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 sehr langsam, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir auch oben noch mal so eine zweite Anlage für Mutt bauen. Das weiß ich halt noch nicht. Ich guck mal ganz kurz. Aber Mutt läuft halt auch ganz gut durch, ne? Also es läuft eigentlich durch. Und hat auch schon 1000 Steine drin. Deswegen das jetzt zu zügig. Okay. 1000 Sand, also mehr als 1000 Sand. Also er ist langsamer. Na gut, egal. Ich sage bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.